Willkommen zur dritten Folge der Krypto News vom Montag, dem 21. August 2017 mit folgenden Themen: die Kurse vom 21. August 2017 und was ist Steemit, und abschließend, wie kann man Videos mit DTube auf die Blockchain hochladen. Die Kurse vom 21. August. Der Gesamtmarkt der Kryptowährung liegt heute bei 145,162 Milliarden Dollar. Das ist ein leichtes, aber ein sehr leichtes Wachstum. Der Höhenflug von Bitcoin Cash ist nun schon am zweiten Tag zu Ende. Also schon gestern am Sonntag ging es deutlich bergab. Heute etwas leichter. Gewonnen hat heute jetzt nur Ethereum mit 8,56%, Ripple ein bisschen mit 1,48%, Litecoin auch ganz gering mit 2,27% und Ethereum Classic mit 2,4%. In der Durchsicht der restlichen Kurse befindet sich heute der heutige Tagessieger Monero auf dem 11. Platz mit plus 49,06%. Es gibt zwar weitere grüne Kandidaten, sind gar nicht so wenige, aber es ist ein gemischtes Bild zwischen Rot und Grün an diesem Montag. Damit kommen wir zu den heutigen Themen. Was ist Steemit? Steemit unter www.steemit.com ist eine Blogging-Plattform mit einer eigenen Kryptowährung, dem Steem. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen fließt aber hier der größte Teil der neu geschöpften Steems in einen Belohnungspool für die Autoren der Posts und auch deren Leser bzw. Kritiker. Die Leser werden hier für ihre Bewertung, ob nun positiv oder negativ, mit Steems bezahlt. Diese kann man in den üblichen Tauschbörsen in andere Kryptowährungen eintauschen oder sich in Euro oder Dollar auszahlen lassen. Im Gegensatz zu den traditionellen Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook findet bei Steemit nur eine marktwirtschaftliche Bewertung der Inhalte statt und keine willkürliche politische Zensur. DTube ist die neue Konkurrenz von YouTube auf der Blockchain. Bei DTube kann man sich jedoch nur registrieren, wenn man bereits bei Steemit registriert ist. Das Passwort von Steemit sollte man keinesfalls verlieren, weil man sich sonst nie wieder dort anmelden kann. Außerdem wäre dann auch das ganze verdiente Kryptogeld, das heißt die Steems, verloren. Wenn man sich aktuell bei Steemit neu registriert, kann es einige Zeit dauern, bis man sein Passwort erhält. Im letzten Jahr ging das noch deutlich schneller, weil die Nachfrage und der Bekanntheitsgrad noch geringer waren. Das Passwort von Steemit wird in mehreren Schritten in das benötigte Zugangspasswort für DTube umgewandelt. Und erst dann kann man bei DTube mitmachen und Kryptogeld verdienen. Aber im Gegensatz zu YouTube verdient man bei DTube auch Geld durch die Bewertung von Videos und nicht nur durch deren Einstellung. Kann also doppelt absahnen. Morgen im nächsten Video geht es um OmiseGo, Segwit, Blockstream Satellite und Egypt.